Herzlich willkommen zum Wort zum Sonntag. Das ist das Thema, die Belohnung und der Verlust der Christen. Wir sind heute bei der zweiten Botschaft zu diesem Inhalt. Um sich im Thema die Belohnung und der Verlust der Christen zurechtzufinden, muss man im heutigen Durcheinander der verschiedenen Lehrmeinungen alte Zöpfe abschneiden. Ihr Lehren als solche aufdecken und wieder von der Bibel her klar sehen, wie der Mensch, auf welche Weise der Mensch in den Ratschluss Gottes eingebunden wird. Denn es gibt viele Lehrer und viele Menschen, die sich selbst empfehlen, wie geschrieben steht. Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Sprüche 20,6. Die Welt sagt, wer eine Universitätsausbildung mit Erfolg durchlaufen hat, der weiß etwas. Ein solcher Mensch ist kompetent. Auch wird suggeriert, dass ein erfolgsverwöhnter Mensch, der es in der Wirtschaft zu etwas gebracht hat und viel Geld verdient, etwas zu sagen hat. Schlussendlich hat er es zu etwas gebracht. Nun ist es aber so, dass die Dinge, die in der Welt etwas gelten, im Reich Gottes keine Relevanz haben. Was in der Welt als wertvoll angesehen wird, ist Abfall bei Gott, wie geschrieben steht. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Lukas 16,15. Die Bibel sagt klar aus, dass die angelernte Frau an der Kasse eines Lebensmittelsgeschäftes mehr in die Dinge Gottes eingeführt sein kann als ein Theologieprofessor. Diese Möglichkeit besteht zweifelsfrei, wie wir im nachfolgenden Vers sehen werden. Bei Gott gelten andere Gesetze. Bei Gott sind die weltlichen Maßstäbe wertlos. Lassen Sie mich sagen, was für eine Art von Menschen die göttliche Wahrheit erfahren. Lassen Sie mich ausführen, wen Gott in seine Wahrheiten einführt. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Psalm 25,14. Denn ein Greuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwege begibt. Doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. Sprüche 3,32. Die angelernte Kassiererin im Lebensmittelgeschäft, die ehrfürchtig vor Gott wandelt und die gemäß Jesaja 66 vor seinem Wort zittert, wird tiefer in den Ratschluss Gottes eingeführt als ein Theologieprofessor, der fließend Altgriechisch und Hebräisch reden und schreiben kann, solange dieser auf seine Fähigkeiten vertraut. Vor Gott zählt nicht die genossene Ausbildung, das Bankkonto oder das Ansehen in der Welt. Der Ausbildungsstand eines Christen wird von der Gottesfurcht abhängig gemacht. Wer christlichen Leitern vertraut, weil sie einen Titel tragen oder weil sie wohlhabend sind oder weil sie in der Welt eine gute Position bekleiden, hängt sein Vertrauen an Dinge, die im Reich nicht von Bedeutung sind. Viele Menschen, die sich selbst empfohlen haben, die reich waren und die in der Welt etwas galten, haben den Brüdern und Schwestern im Reich mehr geschadet als genützt. Mit diesen Worten will ich nicht gegen gläubige Akademiker schießen. Ich begrenze meine Rede mit dem Hinweis, dass jeder Mensch, ob er gut oder weniger gut ausgebildet ist, nur von Gott unterwiesen bzw. in seinen Ratschluss eingebunden wird, wenn er Gott fürchtet. Dies gilt generell für gut ausgebildete und für weniger gut ausgebildete Menschen. Abraham hätte mit der ganzen Weisheit der Welt nie herausfinden können, was nach dem Besuch Gottes mit Sodom und Gomorra passieren würde.
wenn Gott ihn nicht in seinen Ratschluss eingebunden hätte. Und Gott band den Abraham nur in seinen Ratschluss ein, weil Abraham sein Vertrauen auf ihn setzte. Jeder Mensch hat also die gleiche Ausgangslage im Reich Gottes, ganz egal, wo er geboren wurde und in welchem sozialen Stand er steht. Ich habe keine Elite-Akademie durchlaufen und bekleide auch kein weltliches Regierungsamt. Die Welt würde mich keinesfalls als VIP, als wichtige Persönlichkeit bezeichnen. Und doch hat mir der Herr seinen Vorhang für einige Dinge in seinem Reich gelüftet. Er beantwortete mir meine Fragen, die ich im Zusammenhang mit der Belohnung und dem Verlust eines Christen hatte. Er erklärte mir, wie seine Gerechtigkeit auch die Abrechnung vor dem Richterstuhl Christi dominieren wird. Der Ratschluss Gottes in Bezug auf die Belohnung und den Verlust der Christen steht im krassen Gegensatz zu einigen christlichen Lehrmeinungen, die von erfolgreichen, wohlhabenden und gut ausgebildeten Menschen leider etabliert wurden und heute immer noch von ebensolchen gestützt werden. Falsche Lehrmeinungen über die Belohnung und den Verlust der Christen kamen auf, obschon die Bibelstudenten etwas von der Gerechtigkeit Gottes erkannt hatten. Gott, der gerecht ist, setzt faule Christen nicht den Fleißigen gleich. Es ist ja durchaus bekannt, dass es Christen gibt, die alles, was sie überhaupt besitzen, ins Reich geben. Daneben gibt es aber auch Christen, denen sogar der zehnte Teil ihres Überflusses zu schade ist, um ihn ins Reich Gottes zu investieren. Und dann gibt es noch den traurigen Rest, der nach der Erlösung in Christus Jesus und somit nach der Reinigung des bösen irdischen Wandels sich wieder zurück zur Sünde wendet. Damit meine ich die Christen, die sich zum Herrn bekehrt haben, sich taufen ließen und bis zu einem Zeitpunkt wirklich heilig lebten, danach aber vom Glauben abfielen und begannen, wieder so zu leben, wie es die Heiden in ihrer Unreinheit zu tun pflegen. Das sind Christen, die dem König David in seinem Tiefpunkt gleichen, der Urias Ehe mit dessen Frau Bathseba gebrochen hatte und den armen Uria zu allem Übel noch umbringen ließ. Für viele christliche Leiter stellen diese drei ungleich funktionierenden Gruppen von Christen ein Problem dar. Wenn Gott gerecht ist, muss er ja mit diesen unterschiedlich verfahren. Der Christ, der alles, sogar sein Leben selbst ins Reich gegeben hat, muss doch von Gott anders behandelt werden als der, der sich nur minimal mit dem Reich Gottes beschäftigt. Und für viele bleibt die Frage völlig offen, was mit dem abgefallenen Christen geschieht, wie zum Beispiel dem Ehebrecher oder der Ehebrecherin. Da einige Bibelstudenten diese gegensätzlichen Positionen von Christen nicht auflösen konnten, entstanden von Menschen selbst gebastelte falsche Lehren. So entstand zum Beispiel die Lehre, man könne die Errettung, die auf dem Felsen mit Namen Jesus Christus gründet, wieder verlieren und beleidigt damit Jesus Christus, indem man sagt, sein Werk sei unvollkommen und an die Schwachheit des Menschen gebunden. Andere Menschen sagen, es gäbe gar keine Belohnung und keinen Verlust. Wer gläubig sei, würde genau dasselbe vom Erbe Gottes erhalten, völlig unabhängig davon, wie sich der Christ aufführt. Damit setzen sie einen Paulus oder einen im Philipper Kapitel 2, Vers 30 beschriebenen Epaphroditus, welche ihr Leben für Christus und die Gemeinde aufs Spiel gesetzt hatten, auf dieselbe Stufe mit einem Ehebrecher, der sich zwar einmal für Christus entschieden hatte, sich später aber nicht einmal in ganz groben Sachen mehr um die Worte Gottes schert. Beide erwähnten Lehren gründen nicht auf der Heiligen Schrift.
Ein Christ verliert seine Errettung nicht und der Fleißige wird nicht mit dem Bösen gleichgestellt. Erstens, die Geburt durch Jesus Christus kann nicht aufgelöst werden. Sie ist eine Zeugung zur Kindschaft, nicht eine Gabe, die wieder weggenommen werden könnte. Zweitens, die Annahme, jeder Christ würde den genau gleichen Teil erhalten, ganz gleich, ob er alles für Gott aufgewendet hat oder sich im späteren Leben einen Dreck um seine Gebote geschert hat, bezichtigt Gott der Ungerechtigkeit. Dazu muss drittens erwähnt werden, dass es viel zu einfach ist, jemandem, der in die Welt zurückfällt, einfach sein Christsein abzusprechen, indem man sagt, diese Person sei gar nicht gläubig gewesen. Selbst ein Gottesmensch ist fähig, in der Abkehr von Gott Böses zu vollbringen. Sonst hätte David, der auch Verfasser von vielen herrlichen Psalmen ist, der Bibel also an der Bibel mitgeschrieben hat, es nicht fertiggebracht, Urias Ehe zu brechen und ihn als traurige Krönung dazu noch umzubringen. Diese zwei falschen Lehren, das Verlieren und die Gleichschaltung der Belohnung sowie das Absprechen der Kindschaft aufgrund von neuen äußerlichen Begebenheiten, haben ihre Grundlage nicht in der Heiligen Schrift. Die Basis zum Thema, die Grundlage zur Belohnung und Verlust der Christen, habe ich im letzten, also diesem vorausgehenden Film erwähnt. Im Neuen Testament ist sie im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel zu finden. Zusammen mit den Gleichnissen der Talente im Matthäus 25 und der Pfunde im Lukas 19 sollte die Thematik jedem gottesfürchtigen Bibelleser klar werden. Der jämmerliche Zustand der endzeitlichen Gemeinde Laodicea hat leider mit Hilfe der selbstgerechten Haltung der Christen ihren Teil dazu beigetragen, dass diese Wahrheit verloren gegangen ist. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 11. Lassen Sie mich diesen Textabschnitt zur Repetition nochmals erklären. Paulus spricht vom Grund, der Jesus Christus ist. Zuerst muss dieser Grund im Gläubigen gelegt sein, sonst kann ein Mensch gar nicht Christ zum Kinde Gottes werden. Wir sprechen hier im 1. Korinther 3 also nicht von Ungläubigen und Gläubigen. Wir sprechen nicht von zwei Personengruppen, sondern nur von einer einzigen, von Christen. Der Grund Jesus Christus muss gelegt sein. Danach, wenn er gelegt ist, passiert Folgendes. Man baut auf diesen Grund die Werke des Lebens. Um etwas vorzugreifen, kann gesagt werden, die einen bauen in enger Verbindung zu Gott und wandeln im Dienst Christi. Andere bauen nach Gutdünken und tun, was sie wollen. Sie bauen mit Materialien, die dem Gericht nicht standhalten werden, wie geschrieben steht. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst.
Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 18. Vers 15 sagt ebenfalls aus, dass der Christ die Kindschaft nicht verliert. Sie gründet auf dem Fundament, das Christus gelegt hat. Dieses Fundament ist unerschütterlich. Wir können unsere Errettung nicht verlieren. Sie wird uns als Geburt vorgestellt. Wir werden zu Kindern Gottes geboren. Eine Kindschaft kann man nie verlieren. Wir stammen von unseren Eltern ab, selbst wenn sie das am Ende abstreiten würden. Die Abstammung kann nicht ausgelöscht werden. Hingegen kann die Erbschaft annulliert bzw. gelöscht werden, womit wir wieder mitten im Thema sind. Nehmen wir als Beispiel eine Familie mit zwei Kindern. Das eine Kind ist folgsam, das andere bereitet den Eltern nur Verdruss. Das eine Kind hilft, den elterlichen Hof aufzubauen und zu stärken, das andere hilft nicht mit und lungert mit Bösewichten im Dorf herum. Wenn es zur Erbschaft kommt, wird ein gerechter Vater das ungehorsame Kind enterben und das gesamte Erbe dem folgsamen Kind übertragen. So wird es sein bei der Abrechnung vor dem Richterstuhl des Christus. Die faulen Christen werden nicht verloren gehen. Sie werden wie durchs Feuer hindurch gerettet sein, ohne jeglichen Lohn. Sie bleiben aber Kinder. Die Fleißigen werden das Erbe Gottes erhalten, das Gott denen bereitet hat, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Diese kurze Betrachtung ist eine kleine Repetition des im vorausgehenden Film Gesagten. Kommen wir zu Neuem. Die Heilige Schrift stellt uns die Wahrheit von Belohnung und Verlust von Anfang an vor, im Alten und im Neuen Testament. Betrachten wir diese Thematik anhand des Beispiels von Abraham und Lot. Abraham war ein gottesfürchtiger Mann. Er glaubte Gott so sehr, dass ihn Gott zum Glaubensvater aller Gläubigen setzte. Lot war ein Mitläufer. Es war für ihn angenehm, im Segen Abrahams aus dessen Nachfolge zu leben. Als sich Abraham und Lot aufgrund der Größe ihres Besitzes trennen mussten, offenbarte sich das leider die weltliebende Herz Lots. Lot liebte die Welt und bevorzugte es, in einer gesetzlosen Umgebung zu leben, von der Abraham nichts wissen wollte, wie geschrieben steht. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Tagemärschen von Süden bis nach Bethel, bis zu der Stätte, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er vorher dort gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Ebene des Jordan
und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. 1. Mose 13, die Verse 2 bis 13. Lot zog bis nach Sodom, zu den sehr bösen und sündigen Menschen. Lots Zustand verleitet einige Bibellehrer dazu, dass sie behaupten, er repräsentiere einen ungläubigen Menschen, währenddem Abraham den gläubigen Menschen repräsentiere. Dieser Fehler wird heutzutage in der Bibelauslegung schnell gemacht. Wenn eine Figur im Alten Testament sich nicht so verhält, wie man es von einem Gottesmann erwartet, sagt man schnell, sie würde für Ungläubige stehen. Mit dieser Art von Auslegung überschreitet man jedoch schnell erlaubte Grenzen. Dann müsste man beispielsweise den Stammesvater Juda auch zu den Gottlosen zählen, da er seine Schwiegertochter schwängerte. Die Bibel erwähnt ihn aber im Stammbaum Christi, im Matthäus sowie im Lukas-Evangelium. Beschäftigen wir uns weiter mit Lot. Lot wird durch den Heiligen Geist als Gerechter taxiert, wie geschrieben steht. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden, und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken, so wird deutlich, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. 2. Petrus 2, 6 bis 9. Lot wird also als Gerechter bewertet. Lot steht somit nicht für einen Heiden. Er steht in der biblischen Typologie, der Bildsprache der Schrift, für einen Gläubigen. Er steht für einen Gläubigen, obschon sein Leben kein gutes Zeugnis für einen Wandel mit Gott abgibt. Je älter er wurde, desto schlechter wurde sein Zeugnis, bis er am Ende sogar mit seinen eigenen Töchtern Kinder zeugte, welche zu allem Übel zu den Widersachern des späteren Volkes Israel mutierten. Lot zeugte also am Ende durch frevelhaften Inzest mit seinen eigenen Töchtern spätere Feinde des Volkes Gottes. Das Volk Gottes Israel, das von Abraham abstammte, fand in den Nachkommen Lots seine Widersacher, nämlich die Völker Ammon und Moab, welche aus diesem Inzest erwuchsen. Einige Bibelausleger sehen im Petrusbrief, welcher den Lot als Gerechten bezeichnet, ein Riesenproblem. Sie sehen darin ein unlösbares Problem. Sie erkennen nur in Abraham den Gerechten. Wenn Abraham der Gerechte ist, so muss Lot in ihren Augen der Heide darstellen und also für die Heiden, die Ungläubigen, stehen. Abraham und Lot stellen aber für solche, die im Rate Gottes stehen und die Schrift als unbedingte Richtschnur nehmen, kein Problem dar. Wenn Abraham und Lot trotz ihrer markanten Unterschiede von der Schrift als Gerechte dargestellt werden, stehen beide für gläubige Menschen. Abraham und Lot stehen also schriftgemäß für Christen. Lot steht, wie mehrfach erwähnt, nicht symbolisch für einen Heiden. Abraham steht als Symbol für die Gläubigen, die im Rate Gottes stehen. Für Gläubige, die im Begriff sind, an der Hand Christi die Welt zu überwinden. Lot steht als Symbol für Gläubige, welche nicht von der Sünde abgeschreckt werden. Lot steht für Gläubige, die in der Niederlage in ihren eigenen Werken und nach ihrem eigenen Gutdünken leben. Ihr Ende ist traurig und sehr beschämend, vor allem dann,
wenn sie wie Lot merken müssen, dass ihre eigenen Wege ihnen den totalen Verlust der Erbschaft beschert haben und sie in ihrem Eigendünkel zu allem Elend hinzu dem Volke Gottes Widersacher gezeugt haben. Was wird das für eine große Beschämung vor dem Richterstuhl Christi geben? Was wird das für eine Beschämung vor Christus und seinen Großen? Erinnern wir uns an die Ermahnung von Johannes aus dem letzten Film? Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. 1. Johannes 2, 28. Abraham wird in der Auferstehung reich belohnt werden. Ihm ist der Platz beim Hochzeitsmahl von Christus persönlich zugesichert, wie geschrieben steht. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Matthäus 8, die Verse 11 bis 12. Abraham wird seinen Platz beim Hochzeitsmahl des Lammes haben, wogegen liederliche Christen ihren Platz während ihres Lebens durch einen unreinen Wandel aus der Hand geben. Sie sind zwar wie durch das Feuer hindurch gerettet, werden aber keinerlei Anteil an der vielschichtigen Belohnung der Gläubigen haben. Sie wollten, wie Esau, jetzt den zeitlichen Genuss der Sünde und verspielen sich damit das Erstgeburtsrecht. Wie die Erstgeborenen Israels das Erstgeburtsrecht an den Stamm Levi verloren hatten. Die äußere Finsternis ist nicht die Hölle, da die Gläubigen nicht verloren gehen, wie ich jetzt mehrmals anhand von 1. Korinther 3 erwähnt habe. Doch es sei erwähnt, liederliche Gläubige verspielen sich nicht nur das Erbe Gottes, sie handeln sich dazu eine heftige Bestrafung ein, wie geschrieben steht. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Lukas 12, 47. Jeder Christ weiß im Groben, was sich geziemt und was nicht. Wer trotzdem tut, was nicht statthaft ist, verliert nicht nur die Belohnung. Ein solcher handelt sich dazu eine Bestrafung ein. Und diese wird sehr schmerzhaft sein. Wer es annehmen will, soll es annehmen. Wer weiter sündigen will, soll weiter sündigen. Er straft damit nicht den Vater, er straft sich selbst. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreinige verunreinige sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Offenbarung 22, 11. Ein Christ, der die Erbschaft verliert, erbt nichts vom herrlichen Reich Christi. Wie ebenfalls erwähnt, wird die Beschämung maximal sein. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Epheser 5, 5. Diese Warnung der Heiligen Schrift ist an Christen gerichtet. Wir wissen schließlich alle, dass die Heiden schon von Natur aus unrein sind. Heiden müssen zuerst Christus annehmen. Sie können nicht aus sich selbst besser werden, weil das Fleisch durch und durch verdorben ist. Somit geht die Warnung im Epheser Kapitel 5, Vers 5 nicht an Ungläubige. Der Vers steht als Warnung für Gläubige. Amen. Soweit bin ich am Schluss mit den ersten Ausführungen zum Thema Belohnung und Verlust der Christen. Lassen Sie uns nüchtern sein. Lassen Sie uns in der Heiligung bleiben. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag.